Hallo, ich bin Vanessa Rempel und das ist der Wochenrückblick. Joshua Dirksen holt den dritten Platz bei der Formel 2. Laut dem Sportnachrichtenportal De Diez ist Dirksen der erste Paraguayer in der Geschichte der Formel 2. Seit 2023 fährt er für das Team PHM AIX Racing. Das Rennen fand am Wochenende auf dem Rundkurs Imola in Italien statt. Deutsche Firma investiert in den Ausbau von künstlicher Intelligenz in Paraguay. Laut dem Wirtschaftsnachrichtenportal Foco hat das Unternehmen Northern Data Group Investitionen von 100 Millionen US-Dollar getätigt. Ihr Ziel ist es, eine nachhaltige technische Entwicklung in Paraguay zu fördern und dessen Potenzial im Bereich Technologie auszuschöpfen. Paraguay gehört zu den Ländern Amerikas mit der größten Wirtschaftsfreiheit. Laut einem Bericht aus dem US-Institut The Heritage Foundation liegt das an der niedrigen Steuerlast in Paraguay. Diese erhöht die Attraktivität für Investitionen. Paraguay erhält in dem Bericht eine Punktezahl von 60,1 und ist somit auf Platz 17 von 32 Ländern Amerikas.